Vorserie, Vorserie, Vorserie. Habe ich gesagt, das ist ganz wichtig für das kommende Video, weil einerseits mega spannend und wir haben überlegt, sollen wir es euch zeigen oder nicht? Andererseits denke ich, vorenthalten tun wir es euch auf jeden Fall nicht. Wir haben ein Westfalia Meridian 600D Vorserienfahrzeug. Was genau Vorserienfahrzeug heißt, wie viel dieses Auto mit dem real zu bekommenden Meridian zu tun hat und wie die Verbindung zum Ford Big Nugget ist, all das klären wir in dem heutigen Video. Schaut euch mal die ersten Eindrücke ein und dann tauchen wir gemeinsam ins Detail ein. Ich kenne ihn auch nicht, ich bin gespannt. Mal gucken, wie ich euch abholen kann. Herzlich willkommen bei Togo Reisemobile, herzlich willkommen in einem Video, wo ich selbst noch nicht genau weiß, wo es hinläuft. Weil einerseits bin ich so ein bisschen verliebt und andererseits denke ich, ah, wir machen uns das Leben schon wieder einen Tick schwerer, als es eigentlich sein müsste. Ein paar von euch werden dieses Auto schon kennen. Bisher ist dieses Fahrzeug als Ford Big Nugget verkauft worden. Das war, anscheinend ist das nicht die Stärke der Ford-Händler, echte Wohnmobile zu verkaufen, sondern die können normale Ford Nuggets. Das heißt, man hat sich überlegt, was machen wir mit diesem wunderschönen Auto mit ganz tollen Stärken? Wie bringen wir den Leuten bei, dass das eine gute Lösung ist? Man hat gesagt, okay, wenn die Ford-Händler es nicht wollen, dann machen wir es über die Westfalia-Händler. Zack, da ist Togo mit im Spiel. Der Ford Meridian ist ein neues Modell, was wir im Modelljahr 23 haben. Es wird ihn erst in der Limited-Variante geben. Und das ist der Punkt, an dem ich meine, warum wird es plötzlich so kompliziert? Weil der Limited in Magnetic Grau ist. Ist das Magnetic Grau, was hier steht? Nein. Können wir die Farbe haben? Nein. Schwierig. Aber das Magnetic Grau ist auch cool. Wir gehen nachher nochmal über den Fortstand und hoffen, dass da eins steht. Dann würden wir jetzt genau an dieser Stelle das reinschneiden. Und hier ein frisches Grau Metallic. Wenn jetzt nichts gewesen ist, dann war da eben nichts bei Ford, dann gibt es die Farbe nicht. Aber irgendwo auf der Messe werden wir sie für euch finden. Das Zweite, was hier anders ist, ist, gibt es die Felgen ab Werk? Sie gehören die zum Limited-Modell? Nein. Deswegen steht hier überall drauf Vorserienfahrzeug. Aber die Delta-Felge mit dem Loderreifen, die steht dem Auto einfach saugut. Und ich glaube, die ersten Limited, die bei uns ankommen, werden genau so aussehen. Das Dritte ist, die Folierung, gehört die zu dem Limited-Modell? Nein. Ist ein Vorserienmodell, ist für die Messe. Aber auch da würde mich ernsthaft interessieren, wie findet ihr die Folierung? Weil ich stehe hier und denke, hey, das ist ein saucooles Auto. Der Ford kriegt wahnsinnig gute Kritiken beim Fahren. Und wenn man ehrlich ist, so viel Chaos, wie wir mit Fiat haben, vielleicht ist auch gut, eine attraktive Variante mit dabei zu haben. Also, lasst uns gemeinsam den Meridian von Westfalia anschauen. Lasst uns schauen, wie der aussieht. Aber ganz deutlich an dieser Stelle. Dieses Auto ist nicht das, was 100% im Serienzustand kommt. Es ist sehr nah dran. Zwei, drei kleine Details, die ich weiß, werde ich euch erzählen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass noch zwei, drei andere Änderungen mit dazukommen. Aber ich bin auch gespannt, wie sitze ich, was kann der Wagen. Ich habe mir ein Big Nugget mal angeguckt, also ein bisschen vorbereitet bin ich auf das Ganze. Aber jetzt geht's rein und wir gucken uns an, wie der Meridian von innen wirklich aussieht. Also. Der Wagen von außen, haben wir eben geguckt, sieht aus wie ein normaler Transit, weil es ein normaler Transit ist. Dieses Auto, um euch mal so ein bisschen quasi abzuholen, wo wir das technisch und in dem Westfalia Produktprogramm einzuordnen haben. Also wir haben hier so ein bisschen die Optik, die ihr aus dem Amundsen kennt, hier mit den cremefarbenen Flächen. Das Ganze kombiniert mit, wo haben wir es mal, relativ hellen Holzfarben, die von unten mit da drunter sind. Um das gegenüber dem Big Nugget ein bisschen aufzulockern, weil der ehrlicherweise, wenn man reingeht, ein relativ steriles Fahrzeug gewesen ist. Und das hat man hier deutlich aufgelockert. Und wenn ich von dem einen zum anderen wechsle, dann stehe ich hier drin und sage, hey, das ist ein Westfalia. Das ist genau das, wo wir den Westfalia gut finden, weil er irgendwie modern, schlicht, kühl ist, aber gleichzeitig ein paar warme Töne mit reinbringt und damit gemütlich genug ist, aber auch eben modern genug ist.
Das, was der Meridian, wo der seine Nische in dem Westfalia-Programm hat, ist ganz klar. Wir haben hier, wenn ihr so wollt, das ist jetzt sehr flapsig gesprochen, die Technik des Columbus mit der Optik des Amundsen in einem Ford Transit. Das heißt, wir haben den Transit als totale Alleinstellung. Schaut euch das mal an, das ist nicht ein extra hohes Auto, sondern wir haben hier ein Auto mit einer massiven Stehhöhe. Er ist wie der Sprinter ein bisschen schmaler als der Ducato, deswegen hat er hinten Backen dran, das schauen wir und dürfen wir nicht vergessen, uns nachher von außen nochmal genau anzuschauen. Und wir haben den Küchenblock aus dem Sven Hedin so ähnlich. Also viele, viele schöne Lösungen, die einfach vieles hier zusammenbauen, was gut ist. Was Westfalia typisch ist, ist, dass ich das absolute Raumgefühl habe. Also es ist, der Schrank hört hier schon auf und ist nicht vorgezogen, was aber hier total geschickt gelöst ist, weil einfach im Vergleich zum Ducato oberhalb der Schiebetür viel mehr Raum ist. Hier oben sind offene Ablagen. Wir haben hier einen relativ schmalen Küchenblock, aber man sieht, es passt eine große Pfanne drauf. Mit dem normalen kleinen Waschbecken, den Küchenblock, so kennen wir aus vielen anderen Fahrzeugen von Westfalia auch. Und dadurch, dass wir hier eben keinen hochgezogenen Kleiderschrank haben, habt ihr richtig schöne Arbeitsfläche. Ein bisschen hier, ein bisschen da daneben. Jetzt könnte man auf den ersten Blick sagen, hey, wo ist denn eigentlich der Kühlschrank? Gibt es in diesem Auto keinen Kühlschrank? Der hat ja gar keine richtige Kühlschrankklappe. Und das ist das, was ihr vielleicht aus dem Sven Hedin kennt. Wir haben hier vorne eine Mischung aus einem Kompressor-Kühlschrank und einer Kühlbox. Eine Kühlbox, wie wir sie in unserem Columbus zum Beispiel drin haben. Guck mal, da gibt es ein paar interessante Videos, wie man sowas umbauen kann. Das verlinken wir euch hier oben. Ist relativ klein. Ein Kühlschrank hat Türen. Und Westfalia hat gesagt, hey, da machen wir doch mal eine eigene Lösung. Und diese beiden riesengroßen Schubladen sind komplett der Kompressor-Kühlschrank sozusagen und haben damit ein unfassbar großes Volumen für euch mit drin. Das heißt, der gesamte Raum ist hier ist Kühlschrank und hier oben habt ihr noch eine schöne Besteckschublade drüber. Da ich dieses Auto auch noch nicht kenne, machen wir das anders als in den anderen Messevideos, die wir gedreht haben. Wir gucken wirklich in jede Schublade mal rein, damit wir eine Idee haben, was ist. Hier oben ist Waschbecken hinter. Dann haben wir hier, das dürften ganz normale Stauräume sein, genau. Einfach Schubladen und das hoffentlich genau tief genug, auch mal für einen größeren Topf oder für große Flaschen. Und dann ist das hier ein Fach, das kennen wir schon aus dem Amundsen 45 von der Grundidee, um eine Art Kleiderschrank zu haben. Genau, da sind zwei Haken an der Decke. Könnte man hier was reinhängen. Bei den meisten Amundsen haben wir da im Laufe der Zeit ein, zwei oder drei Zwischenböden reingemacht, dass das eigentlich eher Küche ist und haben lieber noch zum Beispiel hier Kleiderhaken dran gemacht, dass man doch eine Art Garderobe hat. Aber insgesamt ein schöner, großzügiger Küchenblock. Gegenüberliegend, und da sehen wir wieder Module aus anderen Fahrzeugen dazukommen, wir haben hier die sogenannte Lounge-Sitzbank mit dabei. Das heißt, sie ist während der Fahrt relativ steil. Ihr könnt sie aber mit vorrutschen und dann wird es eine richtig gemütliche Variante. Also man muss sich so ein bisschen entscheiden, will ich dichter am Fahrersitz dran sitzen oder mehr Beinfreiheit haben. So ist es für mich eine gemütliche Variante. Und dann haben wir hier ein paar praktische Ablagen. Da ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, ob das Serie wird oder ob das eine Option ist. Also macht euch da ein bisschen mit Gedanken, was ihr haben wollt. Ein normales großes Fenster und auch hier die Kunststoffformteile, die Westfalia ja überall hat. Man denkt immer, diese ganzen Ablagen braucht man eigentlich gar nicht. Aber wenn ich mir angucke, was in unserem Auto, in einer Ecke sind die Sonnenbrillen, in der nächsten das Kinderspielzeug, dann liegt irgendwo ein kleiner Wechselrichter rum. Man hat so viel Klimperquatsch, der irgendwie durchs Auto fliegt. Jedes Fach ist einfach Gold wert. Wenn ich die Sitzbank nach hinten schiebe, lasst uns mal reingucken. Ich gehe mal davon aus, dass die so zu entriegeln ist wie bei unseren Autos. Kannst du hier einmal mit rumgucken? Geht das so? Könnt ihr das sehen? Nicken. Jetzt müsst ihr alle nicken. Ja, kann man sehen. Hervorragend. Also ganz normaler Stauraum. Das ist tatsächlich 1:1 dieselbe Sitzbank, die wir aus dem Columbus 45, aus dem neuen Columbus 600e und so weiter drin haben. Vom Design, und ich habe ja gesagt, ist es der Amundsen, von der Technik ist es der Columbus. Was heißt das? Das heißt, wir haben hier eine Warmwasserheizung. Und das heißt im Umkehrschluss auch, ihr könnt dieses Auto mit einer Fußbodenheizung zu bestellen. Das heißt, wie in eurem Haus zu Hause habt ihr Schlaufen, die hier im Boden laufen und das ist eine Warmwasser-Dieselheizung. Das heißt, mit Diesel wird die Trägerflüssigkeit erwärmt und gleitet dann durchs ganze Auto und damit habt ihr erhitzt ihr nicht die Luft,
sondern den Möbelbau und damit ist das Raumklima viel konstanter. Und auch wenn man die Tür aufmacht, geht nicht sofort die ganze Wärme raus, sondern Tür zu und der Raum heizt sich viel schneller wieder auf. Und insgesamt hier ist fast Tanzsaal. Das ist Wahnsinn. Ich traue mich jetzt nicht ganz zu hüpfen, weil ich so sprungkräftig geworden bin, dass ich vielleicht doch gegen die Decke hüpfe. Aber hier ist auf jeden Fall bis vorne hin viel Raum und eben auch der Durchstieg bis ins Fahrerhaus richtig schön. Was haben wir hier? Großes Fach. Guck mal, das ist auch tief. Hier ragt so ein kleines bisschen die Ford-Verkleidung mit rein. Aber das ist für alles Mögliche wahrscheinlich gut geeignet. Für mich wären es wahrscheinlich Klamotten, aber muss ja auch jeder für sich selber gucken. Und hier oben, da könnte man vielleicht noch eine kleine Kante drauf machen, dass man zumindest irgendwie eine Kleinigkeit mit drauflegen kann. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Raum. So wie ich das verstanden habe, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auch die wahrscheinlichste Serienvariante ist, sind diese beiden Dachhauben bei unserem Limited nachher mit dabei. Das heißt 1, 2. Diese kleine überflüssige da hinten wird in der Serie nicht sein. Das ist 28x28, die kann man kaum aufmachen. Da hat eine Zwangsentlüftung, wo viel Schmodder durchkommt. Die wird man einfach weglassen und er wird hier zwei große Dachhauben haben. Und genau, in der Nasszelle gucken wir gleich rein, ein Fenster zur Seite hin. Insgesamt ein Auto, wo ich glaube schon, dass man sich wohlfühlen kann. Ich wollte noch mal kurz zurück auf das Entschuldigung, das ist leider immer etwas chaotisch, aber Warmwasserheizung wollte ich noch mal drauf eingehen. Wir haben hier ein Fahrzeug, wo ihr serienmäßig die Warmwasserheizung habt, optional die Fußbodenheizung mit dabei habt und das Ganze auch mit einem Kompressorkühlschrank kombiniert habt. Das heißt, dieses Auto ist auf maximale Unabhängigkeit getrimmt. Eine vernünftige Batterie rein, Solaranlage aufs Dach und ihr müsst nie wieder auf irgendeinen Campingplatz. Ihr könnt, wenn ihr wollt, euch das da gut gehen lassen, Glamping machen oder ihr bleibt einfach irgendwo in der finnischen Tundra weit ab von allen anderen und sobald die Sonne rauskommt, seid ihr auf Wochen hier mit autark unterwegs. Ich finde das eine richtig schöne Lösung auf jeden Fall. Lasst uns mal gemeinsam in die Nasszelle gucken und gucken, ob der Raum dort ausreichend ist, um zu duschen und auf Toilette zu sitzen. Lieber so oder lieber so oder lieber so oder lieber so. Auf jeden Fall, umso mehr Proben man macht, umso mehr kriege ich frische Luft von hinten in den Nacken und das gleicht so ein bisschen die sehr warme Hallenluft aus. Also das, was ihr hier seht, ich mache mal die Tür zu, damit ich hier eine echte Kontrolle habe. Wir haben hier eine Toilette, auf der ich gut sitzen kann. Also ich habe wirklich absolut viel Beinfreiheit und ich glaube, wenn ich sitzen kann, können 99 von 100 von euch hier auch sitzen. Weil wo mein Bauch und meine Beine hinpassen, passen fast alle Kunden, die bei uns über den Hof laufen, auch hin. Wir haben auch hier die Warmwasserheizung genauso mit drin. Das heißt, auch hier habt ihr eine Fußbodenheizung mit drin, was echt charmant ist, wenn es draußen kalt ist. Und wenn man in eine vorgeheizte Nasszelle geht, wo sogar der Fußboden ein bisschen mit warm ist. Ist vielleicht dekadent und nicht so der Ursprung des Campings. Aber ich mag es auf jeden Fall. Fakt ist, ich muss das hier mal festhalten, dass ihr gut gucken könnt. Ich kann hier auf jeden Fall drin duschen. Guck mal, wenn ich mich hinstelle, und das ist ja einer der Hauptpunkte, die oft nicht so funktionieren. Ich habe hier volle Stehhöhe. Ich stehe sogar auf dem Duscheinleger und ich habe Schuhe an. Und ich habe immer noch eine Handbreit hier oberhalb von mir Platz. Insgesamt eine normale Nasszelle. Wir haben ein kleines Waschbecken. Wir haben das Fenster hier an der Seite. Wir haben, wie beim Columbus, guck mal, das sind echt Griffe wie zu Hause. Das ist echt toll, wenn am Ende bei den Autos verlässlich die Sachen an den gleichen Stellen sind. Schön viel Licht. Ich finde, und dann sogar auch nochmal Ablagen, insgesamt eine schöne Nasszelle, mit der man sich richtig gut arrangieren kann. Ich könnte mir es gut vorstellen. Und hier ist sogar so, guck mal, wer will, könnte die Duscharmatur einfach nehmen und ganz mit nach draußen halten und kann sich sogar draußen duschen, dann braucht ihr gar nicht hier drin duschen. Bleibt uns einfach treu, wir werden euch in den Studio-Videos immer mal up to date halten und wir müssen uns gleich hier nochmal kurz über was gibt es für Modelle und ab wann wird was verfügbar sein unterhalten, aber das machen wir, wenn wir gleich draußen rumgehen. Jetzt geht es erstmal Richtung Bett und wir gucken mal, wie groß und lang das Bett sein soll. Westfalia macht mir das Leben relativ einfach. Ich muss eigentlich nur die Aufkleber vorlesen, die hier überall im Auto stehen. Westfalia Pluspunkt, großer flexibler Heckstauraum. Hey, super. Aber es ist wirklich ein großer flexibler Heckstauraum. Guck mal, wie tief das hier nach hinten durchgeht.
Dadurch, dass wir eben dieses konsequente Dieselheizung, Kompressor, Kühlschrank, also möglichst wenig Gas haben, verschenken wir hier hinten kaum Platz für irgendwie Stauraum, für große Gaskästen. Und so habt ihr eben richtig schöne Tiefe. Ich würde erwarten, dass man das hier, genau, guck mal, das kann man auch hochklappen. Und dann kann man es nämlich wahrscheinlich auch irgendwo oben arretieren. Und dann habt ihr hier wirklich die Möglichkeit, sogar eure guten E-Bikes quer mit reinzustellen. Also auch das eine charmante Lösung und einfach sonst, ach ja, hier ist der Aufsteller auch mit dabei, ansonsten einfach ein richtig schöner großer Stauraum. Westfire typisch, in den hochwertigen Fahrzeugen haben wir hier überall ja punktelastischen Lattenrost und eine ganz normale Froli-Kaltschaummatratze. Das, denke ich, bleibt auch so und da brauche ich wieder einen Aufkleber nur vorlesen. Erst klassischer Schlafkomfort, eine schöne Sache. Wir machen mal die Türen zu und gucken mal rein. Der Meridian in der Serienvariante wird hier nicht Glasfenster haben, sondern Fenster, die man öffnen kann. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wir fragen das nochmal nach. Aber das ist die Aussage, die momentan steht. Ich muss leider bei so einem Vorserienauto so ein bisschen rumeiern. Und da rumeiern einfach so gar nicht das ist, was wir mögen, haben wir das natürlich auch mit harten Fakten belegt. Haben das nochmal mit Westfire besprochen. Die Meridian, die gebaut werden, die Fahrzeuge, die von Westfire jetzt für uns gebaut werden, haben definitiv Fenster, die zu öffnen sind hinten dran und nicht die Glasfenster, die hier in dem Vorserienfahrzeug drin sind. Also auch da Daumen hoch an Westfire und an uns für diese tolle Klärung. Und dann mache ich hier mal schnell zu, damit ihr so ein bisschen mitbekommt, wo Westfire die Breite des Bettes herholt. Ich habe extra mir die technischen Daten, damit ich euch keinen Quatsch erzähle, hier schon mal geöffnet. Wir haben hinten ein Doppelbett mit 1,98 Meter mal, Achtung, anschnallen, zack, 1,54 Breite, allerdings nicht im ganzen Bett, also die breite Seite 1,54 und sogar am schmalen Fußende ist das Bett noch 1,31. Also insgesamt ein richtig schönes Ding. Da können wir uns eigentlich, oh Mann, Konzentration nach oben, da können wir euch jetzt hier, ist neben mir hier Platz, können wir euch jetzt hier nochmal den Grundriss mit einblenden. So sieht der Meridian aus. Wir haben im unteren Bereich das Bett mit drin und dann ist es ein ganz klassischer 6 Meter Grundriss, wenn ihr so wollt, auf der linken Seite die Nasszelle, davor die Sitzgruppe und auf der rechten Seite die Küche mit in dem Bereich hier, den wir euch nochmal umkringeln, dem Kühlschrank, der eben nach vorne mit den Schubladen zu öffnen ist, wie wir das eben gesehen haben. Also eigentlich ein klassischer Grundriss, aber, und jetzt muss ich hier nochmal schummeln, technische Daten, haben wir 5,98 Meter, also er ist quasi nahezu auf einen Zentimeter genauso groß wie der Fiat. Er ist mit 2,06 Meter Breite angegeben und 2,70 Meter Höhe. Da kommt dann auch das Mehr an Stehhöhe her, dass das ganz gut passt. Bettmaße haben wir. Haben wir hier noch was? Nö. Ansonsten ist es halt so, um dieses große Bett realisieren zu können, gibt es dieses GFK-Formteil, was wir hier auf der Seite haben. Auf der Beifahrerseite mit einem Schiebefenster. Ein Schiebefenster ist da drin, damit man die Tür komplett öffnen kann und eben beides machen kann. Sowohl belüften kann, als auch die Schiebetür ganz aufmachen kann. Und auf der anderen Seite, da müssen wir jetzt noch mal kurz rüber, haben wir das gleiche GFK-Formteil, was ab hier etwas verbreitert. Das ist das Nasszellenfenster und damit ihr eure Füße gut ausstrecken könnt, hier eben das auch mit drin. Und insgesamt finde ich, ist das ein optisch total gelungenes Auto. Und ich stand, habe ich ja neulich gesagt, vor so einem Fahrzeug und habe gedacht, irgendwie stimmt da was in den Proportionen für mich nicht. Mit den 18 Zoll Felgen drauf, also überhaupt mit schicken Felgen drauf, rutscht das plötzlich alles zusammen. Und lasst uns mal gemeinsam die Schnauze angucken. Ich finde, dass mit den, also beim Ford habt ihr ja mit hier Bi-Xenon, Scheinwerfern, es gibt viele Assistenzsysteme, Abstandsregeltempomaten, große Navigationssysteme, alle möglichen Varianten. Ein richtig schickes Auto, wo so das Gesamtpaket passt. Und ich glaube auch, das Magnetic Grau, wie es dann in Serie heißen wird, wird dem Auto sehr gut stehen. Ja, jetzt reden wir die ganze Zeit über Vorserie Limited und jetzt kommt noch was dazu. Es wird noch ein zweites Sondermodell geben. Und zwar gibt es einen normalen Limited, das ist der, der von Westfire vor einem halben Jahr ungefähr angekündigt worden ist und wo dann hoffentlich demnächst auch die ersten Autos kommen.
die sind tatsächlich so, dass sie große Navigation, ziemlich viel Ausstattung und all solche Dinge haben. Dazu gibt es jetzt neu, weil es von Ford auch ein kleineres Radio und ein bisschen weniger Ausstattung gibt, ein sogenanntes Modell Limited One. Wann die Ausstattung dazu genau feststeht und was da zur Verfügung steht, das werden wir euch aber in unseren Studio-Videos nochmal ganz genau erklären. Es gibt zwei Modelle aktuell vom Westfalia Meridian. Es gibt ein Limited One und einen normalen Limited. Worin die sich unterscheiden, das erzähle ich euch gleich. Grundsätzlich gesprochen, der Limited One ist das etwas einfacher ausgestattete Fahrzeug. Der hat einen Grundpreis von 72.990 Euro. Was da an Ausstattung schon mit dabei ist, sage ich euch gleich. Der Limited hat etwas mehr Ausstattung, der kostet unterm Strich 76.990 Euro. Beides sind, wenn man das mit anderen Fahrzeugen, die am Markt verfügbar sind, ins Verhältnis setzt, glaube ich, sehr attraktive Fahrzeuge. Weil wenn man sich anguckt, was für diese Preise schon mit dabei ist, dann ist das schon eine ganze Menge. Beide Varianten sind, ich habe mir beides hier ausgedruckt hingelegt, sind mit dem 170 PS Motor und der 6-Gang-Automatik serienmäßig. Das, was wir im Video ja schon mehrfach gesagt haben, er kommt immer in dem Magnetic Grau. Voraussichtlich wird es zumindest von dem Limited One, aber auch Fahrzeuge in dem Blau, was ihr in dem Video gebt, was ihr in dem Video seht, geben, so rum. Dann sind die Standards natürlich dabei, sowas Fahrer-Beifahrer-Airbag, was man nicht großartig thematisieren muss. Und jetzt gehen wir einmal erstmal die Ausstattung vom Limited One gemeinsam durch. Wir haben ein 4 Zoll Multifunktionsdisplay vorne, wir haben immer dabei das Reifendruckkontrollsystem, Bixenon-Scheinwerfer sind immer da, Leichtmetallregler in 16 Zoll sind da, nicht die, die ihr im Video seht, sondern original Ford-Felgen. Ihr habt immer eine Anhängerkupplung mit dabei, ein LED-Ambiente-Lichtpaket, also einfach deutlich mehr Lampen als im Serienumfang normalerweise drin wären. Eine Außendusche ist schon da, ein Duscheinleger für die Dusche, eine Markise habt ihr in dem Grundpreis sogar schon mit drin. Zwei Wohnraumbatterien, also serienmäßig habt ihr ja eine Ford-Batterie, eine Westfalia-Batterie und eine zusätzliche, also die dritte Batterie insgesamt ist in dem Paket mit drin. Das Winterpaket, wo die Fußbodenheizung auch eine 230 Volt Heizunterstützung mit dabei ist, ist da mit da drin. Ein großes Dachfenster 40x40 vorne, was er serienmäßig nicht hätte. Teppichboden im Fahrerhaus. Die Kunststoffblenden links und rechts mit dabei. Und da muss ich auch noch korrigierend einmal an dieser Stelle kurz eingreifen. Im Video, weil das auf der Messe noch die Aussage war, ist auf der rechten Seite ein Schiebefenster zu sehen. Das ist nicht im Serienumfang enthalten. Wenn ihr euch die Grundrisszeichnung bei Westfalia auf der Homepage anschaut, kann man dort auch genau sehen, dass kein Fenster eingezeichnet ist. Nur, dass das nicht zu Missverständnissen führt. Das ist genau dieses Thema Vorserienfahrzeug. Also das Fenster hinten rechts ist nicht drin. Wenn es jemand von euch haben wollen würde, das kann man sicherlich über uns relativ einfach nachrüsten. Dann haben wir eine beheizbare Frontscheibe, Scheibenwischer mit Regensensor, Notbremsassistent, ein Fahrspurassistent und diverse andere Assistenten. Und vor allem auch, was immer wieder wichtig ist, das heißt bei Ford hier intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelanlage. Das heißt ein Abstandsregel-Tempomat. Eine Rückfahrkamera, Nebelscheinwerfer und was haben wir noch? Klimaautomatik, ein Moskitonetz für die Hecktür. Da bin ich sehr gespannt, wie das gelöst wird. Da habe ich mit Westfalia vorhin einmal telefoniert. Es wird eine Schiene zusätzlich geben, wo das Moskitonetz eingehängt werden kann. Also was, dass es nur bei Bedarf da ist und sonst nicht stört. Und dann wird es mit Magneten die Tür zumachen, in der Mitte eine Öffnungsmöglichkeit haben, damit ihr an den Stauraum rankommt. Und so könnt ihr wirklich in eurem Auto Hecktür auf, Fliegengittertür drin und im Bett liegen und aufs Meer rausgucken. Das stelle ich mir relativ romantisch vor. Die Stofftaschen werden die Limited-Modelle schon mit drin haben, die wir da im Video zeigen. Und eine Isoliermatte für die Hecktür wird da zusätzlich auch mit drin sein. Also insgesamt finde ich ein sehr komplett ausgestattetes Fahrzeug zum Preis von knapp 73.000 Euro. Wo ist der Unterschied zum normalen Limited, dem besser ausgestatteten Fahrzeug? Das kann man auf wenige einzelne Dinge zusammenfassen. Der hat das 12 Zoll große Radio, das ist auch das, was ihr dort im Video seht. Und da Ford an dieses 12 Zoll oder bestimmte Funktionen an dieses 12 Zoll Gerät koppelt, was der kleinere, der Limited One eben nicht hat, fallen einige Assistenzsysteme weg. Soweit ich das überblicken kann, sind das einmal der Totwinkelassistent, die Parksensoren vorne und hinten. Also das sind die Optionen, die der normale Limited mehr hat. Der hat zusätzlich zu allem anderen einen Totwinkelassistent.
elektrisch verstell-, beheiz- und einklappbare Außenspiegel und ein Parkpilotsystem vorn, hinten und seitlich, also zusätzlich zu der Rückfahrkamera, die der Kleine auch hat, auch noch die Sensoren rundherum. Auf der Liste hat er zusätzlich noch ein Fahrspurwechselassistent. Wer von euch genau weiß, was der Ford dann kann, darf das bitte in die Kommentare schreiben. Dann haben wir alle was davon. Und der normale Meridian Limited kostet dann eben exakt 4.000 Euro mehr. Das ist sozusagen der Aufpreis, den ihr für die zusätzlichen Assistenzsysteme und das größere Radionavigationsgerät zahlt. Das ist vielleicht auch noch ein guter, wichtiger Punkt zusätzlich. Das 12-Zoll-Gerät hat eine Navigation, das 4-Zoll-Gerät hat keine fest eingebaute Navigation. Erstmal muss ich sagen, so ein Rundgang um das Auto, ich finde den schick. Ich muss das nochmal auf mich wirken lassen. Was haben wir da noch? Achso, nee, da steht nur Vorserienfahrzeug, Warmwasser, Dieselheizung. Die Pluspunkte haben wir ja aufgezählt. Ich mag den leiden. Ich finde, der sieht knuffig aus. Und wir waren noch gar nicht auf dem Fahrersitz. Wir springen jetzt, bevor ich mich hier verabschiede von euch. Wir sollten uns reinsetzen und gucken, wie große, kräftige Menschen sitzen können. Weil ich glaube, man sagt dem Ford nach, dass er von der Sitzposition hervorragend ist. Also da nochmal rein. Das fehlt ja noch, sonst hätten wir eine der wichtigsten Sachen vergessen. Also ich sitze auf jeden Fall schon mal hervorragend. Ich habe das Lenkrad gut, ich habe hier einen großen Blick nach vorne. Ich sehe hier so ein bisschen Heizspiralen in der Scheibe. Das heißt, wir haben hier eigentlich auch alles, was an Komfortfeatures man aus PKWs kennt und was bei uns in der Wohnmobilwelt ja Stück für Stück mit Einzug hält. Beheizbare Frontscheibe, wir haben Automatikgetriebe. Was haben wir hier an Assistenzsystemen? Wir haben, ich glaube, sogar eine Einparkhilfe, Parksensoren, verschiedene Fahrmodi, Abstandsregel, Tempomat. Machen wir hier das große Display an. Mal gucken, glänzt erstmal uns das Ford-Logo schön an. Was kommt danach? Ja, das wird so sein wie in den meisten Autos auch. In dem Fall hier mit Navigation. Funktioniert das hier in der Halle? Ja, stehen wir mitten auf dem Messegelände. Das wird alles so sein, wie man das aus allen anderen Autos kennt. Für uns ist ja heute vor allem im ersten Step wichtig, dass man sich wohlfühlt. Das ist ganz witzig hier, der Versteller für den Außenspiegel ist noch derselbe wie in den Transits, die wir vor 10 Jahren hatten. Also einige Dinge überleben jeden Modellwechsel. Relevant für mich ist aber, nach oben viel Freiheit, da wo wir beim Ducato momentan bei jedem Auto Riesendiskussionen machen mit Skyroof, ohne Skyroof, mit Multiroof, ohne Multiroof, Fach ja, Fach nein. Hier habt ihr eine Ablage, wo man viel reinlegen kann, ein paar kleine Fächer, die auch schön tief sind und trotzdem einen komfortablen Durchstieg nach hinten. Also was insgesamt gut passt. Motorisierung gibt es verschiedene, so wie ich das gesehen habe, die Autos, die kommen. Die ersten sind 170 PS Automatik und dann gibt es auch noch, glaube ich, 100. Ups, Hupe funktioniert. Yeah! gibt es auch noch 185 PS Automatik und auch viele schöne Ablagen. Auf jeden Fall was, worauf ihr gespannt sein könnt. Ich bin vor allem auf den ersten Meridian gespannt, wenn er dann bei uns ist und wir vielleicht wirklich mal eine Runde einfach durch die Gegend drehen, weil man eben auch sagt, dass der Nugget richtig. Nugget. Guck mal, jetzt habe ich so oft Nugget gesagt. So ein Quatsch. Der Meridian richtig gut fährt und der Ford ein tolles Fahrwerk hat und richtig komfortabel ist. Ja, gefällt er euch? Daumen hoch. Nein, Daumen hoch vor allem, wenn euch das Video gefällt. Und ob euch das Auto gefällt, dürft ihr uns mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wann wir die ersten haben und dann stellen wir es euch nochmal mit nachgemessenen Maßen und allen Dingen im Detail vor. Erstmal sage ich jetzt, hier und heute auf Wiedersehen. Und mit auf Wiedersehen meine ich, ich freue mich auf euch nächste Woche, 16 Uhr, neues Video, Togo Reisemobile. Daumen hoch. Wir werden hier noch fleißig über die Messe in Düsseldorf ziehen und euch hoffentlich viele spannende Sachen zeigen. Alles Gute, bis bald und schöne Grüße.